Gebäude können spannende Geschichten erzählen. Von dunklen Epochen, von glorreichen Zeiten und vielleicht besonders wichtig, von eben den Menschen, von denen sonst keine Chronik berichtet. In dieser Serie wollen wir uns einige der bedeutendsten Gebäude unserer Region einmal ein bisschen genauer anschauen und versuchen, ob wir ihre Mauern zum Sprechen bringen können. Servus alle zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Sprechenden Mauern. Ah, heute wollen wir uns wieder ein ganz besonderes Gebäude und dessen Geschichte ein bisschen genauer anschauen, und zwar die mechanische Weberei der Gebrüder Stöckel und Grimmler. Um sich mit der Geschichte der Weberei Stöckel und Grimmler auseinanderzusetzen, müssen wir ein bisschen früher anfangen, und zwar im 18. Jahrhundert. Schon damals war Münchberg ein Zentrum der Handweberei, wobei es eben dabei schon mehr und mehr in Richtung des sogenannten Verlagswesens gegangen ist. Die Handweber waren also keine eigenständigen Handwerker mehr, sondern sie waren in gewisser Hinsicht Lohnarbeiter für einen der namensgebenden Verleger. Diese Menschen haben sich auf der einen Seite darum gekümmert, dass die Rohstoffe, also in erster Linie die Baumwolle aus Asien und Afrika, nach Münchberg importiert werden konnte, und haben aber eben auf der anderen Seite auch die fertigen Produkte der Handweber in alle Welt exportiert. Es war also quasi eine Trennung zwischen Produktion und Vertrieb. Dieses System hat jahrzehntelang sehr, sehr stark in der Kritik gestanden, weil immer wieder Leute gesucht haben, die Verleger, das waren ja die größten Kribbel eigentlich gewesen. Ausbeuter, die am Ende ihm das ganze Geld für sich behalten haben und die Weber für einen Hungerlohn haben schuften lassen. Ich konnte in meiner Doktorarbeit nachweisen, dass dem nicht unbedingt so gewesen ist, sondern dass natürlich auch die Verleger drauf geschaut haben, dass es in der Webern gut gegangen ist, denn wenn ein Weber nicht genug bei einem Verleger verdient hat, dann ist er einfach zum Nächsten. Es gab allein in Münchberg um die 30 dieser Personen. Das heißt also, da war natürlich auch ein gewisser Wettbewerb dahinter, der dafür Sorge getragen hat, dass am Ende aller Leute ihren Anteil am Gewinn gekriegt haben. Auch die Familie Stöckel war eine solche Verlegerdynastie. Johann Georg Stöckel tauchte in den 1780er Jahren das erste Mal urkundlich auf und hat sich damals ein sehr prachtvolles Haus in der heutigen Kulmbacher Straße errichten lassen, das mittlerweile aufgrund eines kleinen Missverständnisses den Namen Grimmlers Haus trägt. In diesem Gebäude residierte in den oberen Stockwerken die Familie Stöckel. Die waren dann auch entsprechend natürlich prachtvoll ausgestattet. Es gab Porzellanservice, es gab Zinngeschirr und alles mögliche schöne, prachtvolle Möbel. Und im unteren, im Erdgeschoss, da befanden sich die sogenannten Geschäfts- oder Verlagsräume. Auf der rechten Seite war beispielsweise ein Kontor untergebracht und auch das Büro von Herrn Stöckel befand sich dort. Und auf der linken Seite der Hofeinfahrt, da gab es einen sogenannten Kolonialwarenladen. Denn die Verleger haben ihre Produkte am Anfang auf den großen Messen verkauft und haben natürlich von dort aus auch immer mal wieder spannende Waren mit nach Münchberg gebracht, die sie nachher eben der dortigen Bürgerschaft zur Verfügung gestellt haben. Das heißt, da gab es dann beispielsweise Gewürze, Färbemittel und Farbstoffe und allerlei andere Dinge aus der ganzen Welt. Es war also schon in gewisser Hinsicht auch ein erster Schritt in Richtung Globalisierung, der damals durch dieses Verlagssystem ermöglicht worden ist. Für uns wichtig sind jetzt die Gebrüder Karl und August Stöckel. Die haben 1870 das alteingesessene Handelshaus übernommen und haben sich noch im gleichen Jahr mit Karl Grimmler zusammengeschlossen. Auch der war schon seit einigen Jahren als Verleger in Münchberg tätig gewesen. Und wie es damals üblich war, musste er natürlich, wenn er in die Firma wollte, auch in die Familie aufgenommen werden. Das heißt, man hat die Schwester, die Wilhelmine Stöckel, dem Karl Grimmler zur Frau gegeben. Beide waren damit nicht unbedingt einverstanden. Es heißt dann auch später in den Familienerinnerungen, dass die Vermählung der beiden nicht unbedingt auf beiderseitige Zuneigung zurückzuführen ist, sondern tatsächlich mehr durch äußere Umstände veranlasst wurde. Und damit ist eben die Aufnahme von Karl Grimmler in die Familie oder beziehungsweise ins Familiengeschäft der Stöckel gemeint gewesen. Diese drei Personen revolutionieren in gewisser Hinsicht den Handel. Die Gebrüder Stöckel haben damals in der Schweiz studiert gehabt und haben von dort, von Wattwil, sehr spannende neue Impulse nach Münchberg mitgebracht. So haben sie beispielsweise als erste Verlagsfamilie in Münchberg komplett auf die moderne Jacquard-Weberei Wert gelegt, das heißt also auf die Einzelsteuerung der Kettfäden, und dadurch ist es dann eben auch am Ende ermöglicht worden, immer prachtvollere und buntere Muster herzustellen. Und auf der anderen Seite waren sie auch die Ersten, die gesagt haben, wir
vertreiben unsere Produkte nicht mehr auf den Messen, sondern wir stellen Vertreter an, die dann eben direkt zu unserer Kunden gehen, um dort unsere Produktpalette vorzustellen. Das war damals ein komplettes Novum, hat aber eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Das Ganze hatte dermaßen großen Erfolg, dass wir tatsächlich nicht die Notwendigkeit gesehen haben, direkt am Anfang in die Mechanisierung einzusteigen. Anfang der 1880er Jahre gab es die ersten mechanischen Webmaschinen, die jetzt also das, was die Münchberger Handweber seit Generationen an Kompetenz aufgebaut hatten, übernehmen konnten. Und deswegen haben eben damals auch die ersten Verleger, wie beispielsweise Friedrich Schödel oder auch Johann Simon Fleißner, damit angefangen, langsam, ganz nebenbei, mehr oder weniger neben dem Verlagsgeschäft, kleine mechanische Fabriken aufzubauen. Zu Beginn mit 10, 20 Webmaschinen hat man es einmal probiert. Stöckl und Grimmler halten sich da raus, weil sie jetzt sozusagen, wir haben mit unserem neuen Verlagssystem dermaßen gute Chancen, in der Konkurrenz oben zu bleiben, dass man eigentlich diesen sehr riskanten und vor allem eben kapitalintensiven Schritt in die Mechanisierung vorerst gar nicht machen müssen. Das Ganze ändert sich im Jahre 1910. Damals haben sich die Gebrüder Stöckl und Grimmler dazu entschlossen, auch eine moderne Webfabrik unten in der heutigen Gartenstraße in Münchberg zu errichten. Und das ist genau die, die bis heute noch dort vorhanden ist. Als Planer haben sie sich niemand Geringeren ins Boot geholt als den berühmten Stuttgarter Architekten Philipp Jakob Manz. Der hat damals eine richtig gehende Architekturfabrik betrieben. Das heißt, man ist zu ihm hingegangen, hat ihm gesagt, was man möchte. Und er hat mit Hilfe von vorgefertigten Plänen, die er dann einfach wieder zusammengestöpselt hat, in gewisser Hinsicht wie ein Baukastensystem, die Fabrik innerhalb kürzester Zeit entworfen und konnte dadurch eben schneller und vor allem günstiger sein als viele seiner Wettbewerber. 1907 beispielsweise hat Friedrich Schödel einen Neubau an seine Weberei ranbauen lassen. Die Bauzeit betrug 1,5 bis 2 Jahre und der Bau hat 300.000 Mark gekostet. Die Weberei, die Stöckl und Grimmler 3 Jahre später haben bauen lassen, die hat nur knapp 90.000 Mark gekostet und sie war innerhalb von nur 6 Monaten betriebsbereit. Das heißt also, es war ein gigantischer Druck, der da natürlich dahinter war und den alle Bauunternehmungen auch zu gerne auf sich nahmen, dass sie eben am Ende Philipp Jakob Manz als Teil ihres Portfolios aufführen konnten. Innerhalb von 6 Monaten also ist diese Halle gebaut worden und sie war, das muss man offen sagen, schon eher für den günstigen Betrieb ausgelegt. Während also große Fabriken wie Schödel oder auch die Aktienfärberei damals schon längst auf die mithilfe von Dampfkraft erzeugte Elektrizität gesetzt haben, wurde bei Stöckl und Grimmler weiterhin eine Transmissionsanlage eingebaut, weil man gesagt hat, entweder die ganze Fabrik läuft oder die ganze Fabrik bleibt stehen. Das heißt, man musste nicht unbedingt großartig rumkonzipieren, welche Maschinen jetzt wichtig waren und welche nicht. Es war der Hintergedanke, dass die ganze Fabrik eine in sich geschlossene Maschinerie war, die in gewisser Hinsicht die Just-in-Time-Produktion ermöglicht hat. Die Rohstoffe kamen vorne an, die Garne wurden geschlichtet, verwoben und direkt danach wieder exportiert bzw. für den Versand vorbereitet. Das heißt also, wenn die Fabrik lief, dann liefen alle Maschinen und deswegen konnte man auch durchaus die günstigere, aber halt weniger, ich sage jetzt mal, kraftsparende Mechanik der Transmission einsetzen. Daher hat man sich am Ende eben auch gegen den von Manz geplanten Einbau einer großen Dampfmaschine entschieden, sondern stattdessen was sehr viel Billigeres genommen, ein Lokomobil, einen Dampftraktor der Firma Heinrich Lanz aus Mannheim. Da hat man einfach die Räder abgebaut, hat das Ding auf einen Sockel gestellt und fertig war die Kraftzentrale en Miniatur, die dann eben entsprechend auch sehr viel günstiger betrieben werden konnte als eine große stationäre Dampfmaschine. Aber bei der Konstruktion der Halle hat der Manz von Anfang an auf niedrige Kosten geachtet. So ist beispielsweise kein großartiges Dach drauf gekommen, sondern eine einfache Holzlattung. Dort drauf hat man eine Schicht Dachpappe gelegt und am Ende ist eine Schicht Teer drauf gekommen, fertig was. Im Inneren der Halle hat man sogenannte Manz-Träger eingezogen. Ein von Manz patentiertes System, das es ihm erlaubt hat, dieses Gewicht des Daches gut abzuleiten und auf der anderen Seite ihm zugleich auch die Konstruktion für die Transmissionsanlage aufzunehmen. Das macht die Halle wirklich auch heute noch weit über Münchberg hinaus besonders, denn viele dieser Mannshallen stehen mittlerweile leider nicht mehr, nachdem sie in den 80er und 90er Jahren abgerissen worden sind. Das Spannende ist, dass diese Manns-Konstruktion bis in die 1950er Jahre gehalten hat.
Dann hat man sich Gedanken machen müssen, ob man einen Neubau hinstellen wollte, wie von Manz tatsächlich von Anfang an geplant. Der hat also gesagt, long hält's nicht, aber ne, irgendwann müsste ja dann immer neu bauen. Oder ob man den Neubau lieber an die Seite positionieren möchte und dadurch die Firma zu vergrößern. Weil es bei der Halle keine großen Probleme gegeben hat, hat man sich für Letzteres entschieden und die Firma entsprechend ausgebaut. Das einzige Problem nur dabei war jetzt, dass eben nicht mehr die Kraft, die immer noch über ein Lokomobil erzeugt worden ist, mit Hilfe von Transmissionen in diese ganzen Hallen geschickt werden konnte. Das hätte viel zu viel Aufwand bedurft und deswegen hat man auch eine neue Kraftzentrale bauen müssen, in der jetzt fortan die Kohle tatsächlich zur Produktion von Strom verbrannt worden ist. Dieses Kesselhaus aus der damaligen Zeit, ganz in den Formen des Brutalismus gehalten, also der neuen Betonarchitektur, das existiert bis heute und ist im Inneren komplett unverändert geblieben. Man sieht obendran, wie also die Kohle, die in großen Bunkern gelagert ist, die tatsächlich bis heute noch teilweise gefüllt sind, über Förderbänder bis hin zu den sogenannten Planstokern transportiert worden ist. Diese Stoker haben große Dornen vorne dran gehabt, die sind jetzt halt immer rausgefahren, dann ist die Kohle vorne hingefallen und dann haben diese Dornen die Kohle langsam in die Feuerbüchse reingeschoben, in das sogenannte Flammrohr. Außenrum war dann entsprechendes Wasser, das dadurch erhitzt wurde, verdampfte und mit dem eben am Ende in Form des Wasserdampfes die neue sogenannte Kapseldampfmaschine angetrieben worden ist. Das ist in gewisser Hinsicht eher ein Dampfmotor, weil es jetzt also nicht mehr so ausschaut, wie wir uns eine Dampfmaschine vorstellen, mit großen Gestängen und einem riesigen Schwungrad, sondern das Ganze funktioniert über Kolben, die auf eine Kurbelwelle wirken, mit der dann eben am Ende ein Schwungrad angetrieben wird, an das direkt angekoppelt der Generator stand, mit dessen Hilfe dann eben der Strom produziert werden konnte, der fortan in alle Ecken der Fabrik geschickt werden konnte. In den 1970er Jahren hat sich die Firma noch einmal verändert. Damals wollte man moderner sein und deswegen diese alte Mannshalle, die langsam in die Jahre gekommen war, bestenfalls abreißen. Gott sei Dank, muss man sagen, hat das Geld dafür nicht gereicht und deswegen hat man sich für eine sehr viel kostengünstigere Alternative entschieden und hat die Halle einfach versteckt. Man hat große Träger vorne hingebaut, hat darauf Stahlplatten montiert und die Halle war verschwunden. Die Fabrik wirkte mit einem Mal sehr viel moderner. Und das war natürlich für uns heutzutage ein riesiger Glücksfall, denn dadurch konnte die Familie Bergmann, der ich für diesen Einsatz immens dankbar bin, vor einigen Jahren diese Stahlplatten wieder abnehmen lassen und dahinter zum Vorschein kam die originale, unveränderte Halle von Philipp Jakob Manz. In den letzten Monaten ist diese Halle mustergültig saniert worden. Man hat neue Fenster eingebaut. Es waren noch die alten Holzfenster drin. Die hat man dafür aber nach innen verlagert, um sie dort in neu eingezogene Wände einsetzen zu können, damit wirklich alles aufgehoben werden kann. Und so dient die Halle heutzutage als top-moderner Showroom in einem ganz einmaligen Ambiente der Industriekultur. Damit zeigt die Familie Bergmann ganz fantastisch, wie es gehen kann, trotz oder gerade durch den Erhalt der historischen Substanz in die Moderne zu gehen und so einen Charme aufrechtzuerhalten, der heute durch keinen Neubau auch nur ansatzweise dargestellt werden könnte. Ich bin Ihnen wahnsinnig dankbar für den Mut, den Sie da dabei gehabt haben und ich hoffe natürlich sehr, dass dieses Beispiel Schule macht und am Ende sehr viel mehr Leute dazu bereit sind, auch ihre alten Fabriken nicht etwa als Brachen zu diffamieren und vielleicht schlimmstenfalls abzureißen, sondern ganz im Gegenteil neu zu denken und damit eben auch einen ganz, ganz wichtigen Bestandteil unserer eigenen Identität, unserer Industriekultur für die nachfolgenden Generationen zu erhalten. Wenn ihr euch die Mannshalle einmal anschauen wollt, dann kommt gerne nach Münchberg in der Gartenstraße, könnt ihr sie sehen. Mittlerweile ist auch der Platz vorne sehr schön hergerichtet und damit könnt ihr dann am Ende eben auch eintauchen in ein spannendes Kapitel unserer Geschichte, wenn nicht sogar in eines der wichtigsten Kapitel unserer Geschichte, in die große Zeit der Industriekultur.